Hey, oh liebe Community, was geht hier? Ist der Hessen und der gibt es auch nicht was auf die Fresse. Mit dem? Mir oder wieder was? Mit dem mir in dem Grand Prix de Korea. Die Ausgabelautstimmung ist jetzt nicht mehr. Wieso nimmt denn der wieder so leise auf? Jetzt wieder Leute. Naja, muss ich dann wieder mit iMovie hochquetschen. Meisterschaft sieht ja knapp aus. Jetzt müssen wir eigentlich jedes Rennen punkten. Kein Problem, schaffen wir ja immer. Wie in Singapur. Ich hab dem Vettel immer die Punkte genommen, hast du ja gesehen. Ach ja, Singapur. Aber dass ich dann auch nicht direkt disqualifiziert wurde, dafür hat mich irgendwie auch gewundert. Wie viele Strafen hattest du? 6 Leute. Oh. Das regelt nicht. Ich bin 13. 9. Oh Mann, das geht ja in der ersten Kurve nicht gut, das ist überhaupt nicht gut. Das stimmt. Ah oh, nein, es geht ja auch noch links rum, ich bin ja noch außen. Oh. Okay. Rambo ist am Start. Ein schlechter Platz von dem kleinen Reichvögel. Ich bin auch schon vorbei an dem. Meiner Zeit irgendwie immer die Hand, obwohl er den anderen Typen voll reicht. Du musst Platz machen. So, ich hab schon kein Kerz mehr. Ich auch nicht. Da ist rechts jemand neben mir. Da kommt er gar nicht vorbei. Ich wechsle noch ein paar Mal die Spur, in dem Spiel darf man das ja. Ich bin innen, ne? Du bist doch ein Wichser. Dann bist du jetzt selber schuld, ich hab gesagt, ich bin innen. Ja, und du bist einfach drin. Reingezogen, siehst du, hast du voll die Kollision verschuldet. Ich jetzt gerade, ich hab die Verwarnung. Das war doch nur eine Verwarnung. Voll den Alonso in die Mangel genommen, ey. Oh. Was fährst du denn lang? Das ist gar nicht die Strecke, gell? Das ist dir klar. Doch, da ist auch eine Strecke. Wo fährst du denn lang? Du bist doch voll entschieden. Musst du jetzt nicht Position zurückgeben? Nee, muss ich nicht. Ich will einmal ausrufen. Finde ich voll asozial. Ich hab keinen Bock mehr. Ja, Junge, wenn ich jetzt zurückgekommen wäre, dann hätte ich dich voll abgeschossen. Nee. Oh, da hat sich der Alonso, glaube ich, irgendwas kaputt gemacht. Das hast du schon auch oder? Nö, der ist mir hinten reingefahren einfach. Ja. Ich bin einfach nach innen gezogen, da war echt die Kurve, da musste ich halt echt lang. Da war, oh, gelbe Flagge, das hört sich doch mal gut an. Ich hab den Ziel nicht wieder verändert. Mager, wenn ich am Ende frisch kann, in meinen 10 Sekunden. Du gewinnst eh, du fährst mir jetzt eh wieder davon. Ja, das ist wieder so. Wie ich gerade fahre, sicherlich nicht. Ja, guck mal, ich fahr auch nicht viel besser. So dachte ich mir gerade nochmal, ich schätze nochmal Curse ein jetzt kurz zum Schluss, aber ich hab ja keins mehr. Ist mir auch besser aufgefallen. Fährst du auch immer bis Gras in der letzten Kurve? Ja. Voll der Chili, du einfach voll krank abgekürzt hast. Ja, willst du die Position? Nein. Ja. Weil ich die eh nicht. Wenn du mich dann eh wieder überholst und dann wird das Risiko nur noch größer. Das kann natürlich passieren, ja. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, irgendein Mercedes hängt in deinem Arsch. Wobei lieber Mercedes als Red Bull, ne? Ja. Du bist schon beim Anbremsen, ich bin doch nicht mal da. Irgendwie stimmt dieses Bremsding auch schon wieder gar nicht. Das ist, glaube ich, irgendwie nur für mal Rushers ausgelegt oder so. Die Bremsen sind immer so krass verschleißen. Die Kurve hier. Die finde ich sau schwer. Ja. Ich bremse immer irgendwie zu früh. Oder zu spät. Ich bremse immer so, dass ich perfekt innen bin, aber dann komme ich immer viel zu weit raus. Auf den anderen Strecken. Bei mir ist es so, dass ich eher zu früh bremse und dann in die Kurve reinrolle nur noch. Das ist bei mir das Problem. Oh shit. Nein, weil ich nicht so übel durch meine Räder hatte. Komm, da will ich doch noch einen in den Flügel abfahren. Oh shit, da ist einer. Oh shit. Und du merkst, siehst du auch, dass du in den Flügel so richtig am Arsch bist. Ja, danke, dass du mir das nochmal sagst. Um ja, den Druck nochmal zu erhöhen auf mich. Kein Problem. Weiß ich, dass du das gerne gemacht hast, aber ich fand das jetzt nicht so nett. Du bist übrigens der Teammeisterschaft Erster werden und es wäre dann gut, wenn du Zweiter bist. Ja, dann setz mich doch nicht so unter Druck. Ja, du musst aufpassen. Wie schnell sind die denn hier? Hab ich schon einen Namen Topspeed? Boah, Alter. Nee, du kommst hier nicht vorbei.
Oh, der ist aktiviert. Jetzt hast du Spaß. Wir kleben hier zu zweit hinten dran, ey. Wir rocken gerade rein und unten bleibt die Kolle zuschauen. Jetzt muss der ganze Curse einfach weg hier. Ah, der ist gar nicht so nah dran. Außer er bremst sich jetzt gleich voll aus. Das ist doch dasselbe. Okay, du musst abkürzen und dann sagst du, oh. Ja, ist er noch da. Alles wunderbar. So, ich werfe jetzt einfach mal das Raum in den Wort Doppelsieg. Nee, ich nicht. Ich werde die Position früher schwer noch verlieren. Ich hab 5 Sekunden vor. Weil du immer so ein Spiel bist und so halt abkürzt. Ja, das war ganz am Anfang in der Startphase. Ich hab auch voll reinziehen können. Ja. Hätte mir wieder Spaß gemacht. Hättest du noch den Vettel getroffen oder so, wäre alles gut gewesen. Ja, Vettel und Hamilton. Ja, doch Hamilton auch. Ne? Ja, Rosberg ist irgendwie der bei Mercedes irgendwie kaum Punkte holt. Der war doch irgendwie 5-mal sogar in den Punkten. Ja, Monaco, Singapur. Ja, das war Vettel. Ja, das war auch Rosberg. Hat mich gerade gut gefahren, glaube ich. Da hatte ich so gut angefühlt, wie ich gefahren bin. Ah, ich sehe noch die komischen Staubschlieren da von dir. Ja. Die sind Strahl. Du warst weich neben der Strecke, kann das sein? Ja, ja. Doch. Ja, schon wieder. Ich habe 3 Sekunden verloren. Ich fahre aber auch gerade gut, muss ich ehrlich sagen. Ja, setz wieder unter Druck. Kein Problem, mache ich gerne. Guck mal, wie weit ich hinweggekommen bin. Das ist doch geil. Das ist doch geil. Ja, das passt doch. Ich komme schon auf die Boxen einfahren. Runde 5 wird mein Stopp. Nee, man, ich wieder Runde 6. So, ist zu spät. Aber mir ging klar. Achtung, Achtung. Ja. Du fährst den Buch immer lang, ey. Das ist ja unbelievable blistert. Wäre geil gewesen, wenn ich jetzt noch DS bekommen hätte. DRS. Hast du? Ja. Also ich bin Best Book extra vorbeigelassen, oder wie? Richtig. Ja, glaube ich irgendwie weniger. Das glaube ich irgendwie schon. Ich lasse wohl Tippen auch auf dem Asphalt zu Rennen fahren. Ja, du hast doch überhaupt nicht außerhalb der Strecke oder ja, so. Dann stand ich fast 5 Sekunden jetzt sogar. Das heißt, ich bin einfach mitten auf dem Asphalt einfach zu Rennen gehen. Ich habe trotzdem in der Zeit, wo ich kein DRS habe. Das ist so scheiße, dass wir so cool die schon wieder! In die Cockpit an dich wechseln. Was fährst du wieder deine Abkürzung da hinten rum? Kann man eigentlich abkürzen dafür? Ich glaube, ich kann es nicht bekommen. Weil das ist doch eigentlich für die kranke Abkürzung, oder? Ja, aber du bist dann so verlangsamt, ich bin da ja irgendwie mit 100 Meter. Ja, trotzdem, du bist ungefähr 20 Meter vor uns rausgekommen. Ja, oh, shit. Oh. Mann, du hättest mich nicht vorbeilassen sollen. Komm, bin ich wieder Erster, fahr ich wieder scheiße. Oh. Oh, shit. Meine ich hasse die. Ich krieg die. Ja, das war auch keine Ironie. Ja, aber die weiß man ja nie. Ich hab voll Angst. Weil das ganze Zeug, was da mitten in deinem Bildschirm so rumflackert, so mit Differenzzeit und deine normale Zeit, und alles, das behindert mich. Du bist ja auch selber behindert, sonst gar nicht. Guck mal, jetzt kleben sie dir im Arsch, jetzt haben wir Rollen getauscht. Das ist doch gut. Wenn du das so gut findest. Und meine Hände schwitzen schon wieder so krank. Meine rechte Hand schwitzt so krank, aber ich kann nicht die rechte Hand wegtun, weil ich weil ich ja Gas geben muss. Das ist immer so knapp wie bei mir hier. Das kann dir jetzt nicht. Du warst gerade so weit weg eigentlich. Ja, 2 Sekunden, aber ich habe die erste Kurve eigentlich nicht. Du hast noch Strafe, ne? Ja, ich weiß. Boah, das ist voll das Wunder, Alter. Ich krieg heute mal die langsamen Kurven ganz okay hin. Wenn ich mich da so an China erinnere. Ja, das war schon unglaublich klar. Lass dann jetzt einfach nach Hause fahren, okay? Ich bleib einfach nur eine Runde länger auf dem Softie raus. Du kannst dich auch gerne wieder überholen, gell? Weil du hast, also ich würde dich theoretisch auch vorbeilassen, weil du hast dann noch 10 Sekunden. Ja, nein, wenn... Ja, das will ich nicht schon sitzen bauen. Schau mal, ich bin ja nicht wirklich jetzt. Ja, aber du weißt doch, was das bei uns für ein Risiko ist. Ja, Junge, wenn ich sage, sammel auf den Grad und DRS hat, dann ja, okay, dann ist okay. Ich meine nur wegen, weil du da 10 Sekunden noch hast. Ja, nein, ich versuche jetzt nicht mit Biegen und berechne dich jetzt zum Beispiel hier irgendwie zu überholen. Dann würdest du es doch gar nicht schaffen. Jetzt würdest du mir beweisen und fährt mir gleich voll rein. Nein. Ich bin dran zu kommen. Dann Runde noch auf den letzten Runde auf den. Oh, diese Kurve, ey.
kommen. Oder ich hab's jetzt nicht oder in der selben Reihe wie ich, gell? Ich geh in der 6. Reihe, du Bauer. Dann nehmen wir in der 7. Reihe. Halt dein Maul. Hölsch der Fresse. Ja, aber ich bleib jetzt noch oben draußen. Ja, das scheint mal gut, ich bin vor dir, also. Zumindest jetzt noch. Das stimmt, ich bin der Erste, davon weiß ich nix. Hallo, in die Box abbiegen! Nein. Ich hab gerade in der Runde mal eben 2 Sekunden verloren. Oh shit. Beide! Beide! Ja, ich auch mehr wegen DRS wieder plus, ja. Hast du DRS? Ja. Ich glaube, du kommst nicht ran. Ja, weil ich mir viel besser rausgeschuldet habe und mein ganzes Cursor ballert habe. Auf der letzten Brille, nein! Ich habe gerade nur ganz kurz runter zu dir geguckt und dachte, du schießt mich jetzt voll ab. Weil ich habe mein Auto bei dir im Bild gesehen und das ist normalerweise nie gut. Also fährst du jetzt diese Runde rein? Ja. Gut. Wieso? Wann fährst du denn dann rein? Ja, ich fahre da mit dir rein, aber ich muss dann halt 3 Sekunden abstellen, dass wir noch 4 sind. Nee, dann brauchen wir diese, dann bleib ich draußen. Den Scheiß kann ich nicht nochmal mit. Dadurch habe ich eigentlich erst das Rennen gewonnen, gell? Ja. Wenn ich mir das überlege. Ja, die mit klaren Boxen-Crew sind einfach auf meiner Seite. Würde ich ja da eigentlich nur 1 bin. Ja, halt dein Maul. Wer war ich jetzt beim Ding Grand Prix, beim Monster Grand Prix vorne? Paris? Also klar, Paris ist im Bahn Force India, aber wer war von den beiden denn vorne? Also weiter vorne. Ich glaube sogar Paris hat in der Menge noch. Weil da war auch die ganze Zeit das Duell Perez gegen Button. Ja. Ich glaube Magnussen, also halt da irgendwie. Magnussen, der irgendwie immer Strafen bekommt. Am Anfang ich sah, das fand ich den voll cool. Mittlerweile denke ich mir so, Alter, was ein Spaß. Aber ganz ehrlich, die Strafe war sowas von überhaupt nicht gerechtfertigt. Naja, war wieder schon ein bisschen wild gefahren, würde ich sagen. Cool ist einfach übers Gras, wenn du da in die Box reinfährst. So, du brechst meine Reifen nicht ein, sonst habe ich ein Problem. Ich mache jetzt mal nicht das Risiko ein, dass ich länger mit den Weichen. Das waren doch jetzt die Weichen, oder? Ja, das waren Weichen. Ja, weil nur Weichen, die Weichen. Hinter mir war auf jeden Fall auch jemand in der Box. Und ich bin immer noch Zweiter. Kann er deswegen schon voll den kranken Abstand haben? Ja, das kann sein. Ich finde das voll assi, wie früh der dich schon rauslässt. Finde ich eigentlich gut, weil dann kannst du selber nach der Tour gefahren. Ja, das finde ich eben so schlimm. Und da kommt dann erst die ganze fette Gruppe. Ich wollte es nicht, wenn der Computer einfach alles fährt. So, außer die Gerade, rückt dann nach Gas. Ey, ja. Und dann war es das Team. Jo. Was ist das Problem damit? Oh, shit. Oh, ich hab die Kurve bekommen. Oh. Ich bin jetzt stolz auf dich. Ja, ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Das Bild ist mir egal. Ich seh dich nur auf der Map auf jeden Fall. Aber ich hab 15 Sekunden. Und der Du hast noch 10 Sekunden Strafe. Der Volker, wenn du die jetzt beim Boxenstopp absetzen müsstest. Oder wenn wir die dann wieder die normalen Strafen haben und dann müsst du auf einmal doch Durchfahrtsstrafen machen. Naja, disqualifiziert also eigentlich schon. Ja, genau, der Charlie ist da jetzt mal so an. Jungs, der ist eigentlich disqualifiziert, hol ich den mal raus. Ja, der sagt dir das nicht. Der lässt dich erst gewöhnen und dann sagt er dir, dass du eigentlich schon disqualifiziert bist. Ja, das stimmt, ist ja der Charlie. Der Charlie. Der Charlie und der Bernie. Ich fahre hier doch irgendwie ziemlich alleine, muss ich sagen. Vielleicht ist es mir Annie und Bernd, sondern Charlie und Bernie oder was. Weißt du, was ich heute gelesen habe? Nee. Angeblich hängt Humor mit der Intelligenz zusammen. Dann denke ich mir, aha, so viel Scheiß wie wir dann immer bauen, dann müssen wir ja sowas mit Intelligenz sein. Also auf Mathe legt sich das auf jeden Fall nicht aus. Ja, vielleicht ist auch schwarzer Humor schlecht. Ich weiß das ja nicht. Bist du drin? Klar, was soll ich machen? Ich glaube, ich komme auf jeden Fall vor dir raus. Jetzt bin ich vorbei. Müssen wir halt mal schon abkürzen. Ich glaube, du bekommst nicht mal DRS. Also eigentlich hat dir dann, dass du eine Runde länger draus holen bist, eigentlich nicht viel gebracht, ne? Du musst in der Kurve echt mega früh bremsen. Warst du wieder zu weit draußen? Mhm. Hat sich so angehört, hat sich echt so angehört, als wärst du zu weit draußen.
Dann ist es zu Wanderheim. Ist dann wieder zu früh aufs Gas gehen? Das ist aber ganz langsam. Ja, ich fahr auch grad mega scheiße. Nee, ich meine, das wieder zu langsam. Ja, ich fahr auch grad mega scheiße. Hab ich doch gesagt. Was hast du denn verstanden? Ja, ich war auch. Ich war auch gefahren. Ich hab dann auch fahren. Naja, ja. Ja, aber so ein Motor kommt wieder rein. Die Kurve, wo du nur so ein Problem hast, ist doch die, oder? Oder welche meintest du? Ja. Oder meinst du die nächste? Ja, nee. Wie meinst du die hier? Jede. Ja, wenn es nach McLaren gehen würde, würde die Strecke einfach nur geradeaus gehen. Das Problem ist, dass du die ganze Zeit über so Atombunker drüber fahren. Das war Nordkorea. Wir sind ja gerade in Südkorea. Ja, ich meine ja Nordkorea. Wenn wir Nordkorea fahren, dann müssen wir die ganze Zeit über Atombunker fahren. Ja, da weiß ich ja nicht, dass du Nordkorea meinst. Ist ja voll lustig, wenn irgendein Nordkoreaner da in der Formel 1 mitkommen würde, dann dürfte der hier gar nicht wahrscheinlich einreisen. Also voll im das ist USA, ne? Erst so voll im Rennen um die WM und dann darf in die Hälfte der Länder nicht einreisen. Mich voll verbremst. Jetzt, wir reden gerade darüber, dass ein Nordkoreaner in der Formel 1 fährt. Jetzt, du hast kein DRS? Weiß ich noch nicht. Der große Bühne ist ja erst der Messpunkt. Nee, ich hab nicht. Aber ich war so weit dermaßen weit draußen in der ersten Kurve. Weil ich gerade innerlich so gelacht habe über diesen Witz, den wir da gemacht haben. Und dann Oh shit. Das war mein erster da, weil ich meinte nur oh shit, wegen bremst mich jetzt bitte nicht aus, das geht nicht gut. Tu es doch nicht! Mach doch gar nicht. Ich sehe doch deine drei Pfeile da hinter mir. Ja, Junge, ich komme halt näher, was soll ich denn machen? Wegbleiben. Ja, klar. Ich kann den Mirage was überholen lassen. Das Wort Doppelsieg nehme ich nur nicht in den Mund, wenn wir hintereinander fahren, weil da... Ja, vor allem, ich habe noch 10 Sekunden, also. Da kann doch alles passieren, da... Oh shit. Gibt's ja keine so eine Auslaufzone, wenn ich nicht so fair jetzt hier. Du bist so ein harter Bauer. Ist ja nichts passiert, ich dachte, du ziehst viel weiter nach links. Ich hatte so Angst, Mann. Ich habe eigentlich in jeder Kurve Angst, dass du mich gleich wegräumst. Dann sehe ich immer nur bei dir unten, wie ich mal, dann sehe ich bei dir unten mein Auto und die bei mir oben die drei Pfeile hinter mir, ja? Und da habe ich einfach immer nur noch Angst. Nackt an, das war ja stark. Ich bin nur noch vorne, also kannst du auch nicht so stark sein. Und jetzt habe ich große Fresse und auf der langen Gerade holst du mich dann, ich weiß das schon. Tu es! Also, erstmal zumachen! Ich muss auf der Stadt und ziehe gerade DRS voll unnötig. Du glaubst nicht ernsthaft, dass ich da aufmache, oder? Oh, da kommt er ran. Nein! Oh! Wie aus dem Lehrbuch. Also das habe ich bei dir auch schon mal gemacht dieses Jahr. Wie aus dem Lehrbuch. Ich komm innen. Lass zumindest fair fahren, ja? Lass zumindest fair fahren, ja. Okay, jetzt ziehen wir es, okay? Ich lass dich auch gleich wieder vorbei dann. Also wenn du DRS hast. Ich schlenker nicht, lass einfach den Doppelsieg jetzt nach Hause fahren, okay? Nicht hier überholen, Mann! Warte doch echt mal kurz. Das geht nicht gut in dem Endkurvenkomplex. Jetzt hast du schon wieder in die Arme gefallen. Okay. Ich sehe einfach immer nur diese drei Pfeile und habe einfach immer nur so Angst in jeder einzelnen Kurve. Diese Kurve, ey. Ja. Ich hasse sie. Und hier kommt jetzt wieder zu weit raus. Ja, genau, noch weiter. Oh, ich bin aus dem 1-Sekunden-Fenster raus. Stell dir da Fettgemisch um, ja. Weißt du, das kann ich auch. Ja, ich hab plus 4 Runden. Ne, ich hab plus 1. Nope. Ich hab so schön um die Curbs abgekürzt.
Und sie fässt euch immer auf den Mager, das ist doch eigentlich voll scheiße. Nein, wieso ist der jetzt nicht nach, der hat irgendwie das Gefühl. Der war irgendwie jetzt hier für das Fett, der hat den wirklichen Vorteil. Du auch? Aber du hast zu früh gebremst sogar, oder? Ja, nee, ich habe eher zu früh eingelegt, zu früh gebremst. Ich drück die Bremse noch voll durch und komm trotzdem so richtig weit raus, einfach immer nur. Wo sind die anderen eigentlich alle hin? Die sind mega weit weg, ich hoffe, dass es über 10 Sekunden sind, aber das kommt irgendwie. Oh, ne, nach 10 Sekunden sieht das nicht aus, aber... Ja, dann kommt vorbei, ne, kommt nächste gerade vorbei. Ich werde das früher oder später eh vorbei verlieren, also lasse ich dich wieder ein bisschen fahren. Hoppala. Ja, wieso locker? Oh, oh. Ne, komm vorbei auf der langen Geraden, lasse ich dich vorbei. Ja, dann fahr voll, das ist... Nein, du, damit wir den Doppelsieg holen. Weil den zweiten Platz will ich schon noch holen. Also die... Ich werde doch wahrscheinlich schon im 10 Sekunden Fenster bleiben und du wirst Zweiter werden. Das ist eigentlich voll der Vorteil, wenn wir mit dem anderen Dreck in die Fresse schießt. Wir beide hier fahren, ey, das ist echt nicht mehr. Ja, ich bin auch mittlerweile voll nervös, weil am Anfang bin ich richtig gut gefahren und mittlerweile war ich einfach nur so scheiße. Wo willst du vorbei? Komm, fahr du innen. Oder warte, komm, geh nur nicht vorbei, komm auf der Landkran vorbei, das ist irgendwie safer. Glaube ich zumindest. Ich habe mich genau gesehen! Du konntest dich da nicht rausreden! Ja, ich bin ja fahr ganz rechts. Klasse! Das war ein richtiges Mercedes-Manöver. Achtung! Ich bin neben dir. Ja. Okay, ich bremse nur ein bisschen später. Ich muss doch da auch die Kurve kriegen, was soll ich denn machen? Bitte nicht, bitte probier jetzt hier nicht in den Kurven zu überholen, das halte ich für eine nicht so gute Idee. Ich schaff's einfach nicht an mich voranzukommen. Ja, auf den einen Grad, das hättest du locker schaffen müssen. Ja, ich war ja auch dann auf einmal so zack, ah ja, verbremst, okay. Ja, ich aber auch. Das war ja das Schlimme. Oh shit. Jetzt kommt er wieder innen, jetzt krieg ich über seine drei Pfeile, ja. Es waren nur zwei. Es waren drei. Das ist übrigens ein volles Kers, ne? Ich weiß. Ich hab das auf der langen Gerade extra nicht benutzt, weil ich dich vorbeilassen wollte. Ich hab da eigentlich gar nichts, ich hab nur einfach Gas gegeben. Und ich hab fast mein halbes Kers auf der Gerade, und ich safe nicht vorbeikomme dann. Plus DRS vor allem noch. Oh shit. Probier's bitte nicht hier, danke schön. Und jetzt Kurs! Pizza. Lange gerade, okay? Lange gerade darfst du vorbei. Das wird doch hin jetzt. Ich glaub, ich bin raus mit dir. Oh shit. Alter, sag doch was, dass du da bist, Mann! Ich hätte dich jetzt fast abgeschossen. Ja, das kann sein. Ich komm innen. Bleib fair, ich bin voll auf der geflogen. Du bist so ein harter Spaß. Was denn? Es hat doch gelangt. Ja, aber... Es hat gelangt. Aber wie hat gelangt? Ich bin wieder innen. Oh, oh, oh. Okay, fahr. Hinten kommt schon der Erste. Fahr! Ich konnte nichts dafür! Fahr! Ich konnte da echt nichts für! Da konnte ich wirklich nichts für! Ja, okay, das wird der Platz 5. Ich konnte da wirklich nichts für, ohne Witz! Ich bin wirklich ganz lange durch die Kurve durch. Ich bin so langsam durchgefahren! Ich gebe ja zu, dass es war wirklich ein bisschen mein Verschulden, aber es war wirklich nicht viel. Und deswegen gibt es da auch keine Strafe. Siehst du, das Spiel sieht dort genauso. Ja, oder? Vorbei? Ich dachte schon, du hast mich jetzt überholt.
viel die Runde ist denn eigentlich? 13 von 14, ne? Genau. Benutz ihn doch, damit du noch DS kriegst. Wenn du sagst, du willst ihn abschießen? Ja, ich bringe ihn aber ein bisschen aus und dann DS. Jetzt haben wir ätzend gewesen, wenn ich jetzt auch noch so eine Strafe bekommen hätte und wir dann beide irgendwie nur Siebter oder so gewesen wären. Erstmal selber kein DRS bekommen. Oder doch. Erstmal nichts bremsen, damit man DRS bekommt. Auf einmal zack springst du beim Benzin auf minus 1 und ich roll aus. Ja. Warum soll ich, ganz im Ernst, warum soll ich auf Fett fahren? Du bist so ein Bauer. Da gibt noch eine. Ja, das war dann doch ein bisschen zu eng. Und du hast ihn voll in die Mauer gedrückt. Sag ich, da war dann ein bisschen zu eng am Röhrer dran. Das ist alles noch die Rache für Bahrain, was ich hier betreibe. Ja, ja. Hast du eigentlich schon... Ja, einen Silverstone geschafft, ich weiß. Ja. Aber trotzdem. Die Revenge of the Corn. Ich weiß, ich habe schon in der Videobeschreibung gelesen. Das wird safe, der fünfte Platz. So viel ist noch mehr sicher. Oh, ja, super. Jetzt haben Ätzen, wenn ich jetzt noch eine Strafe wegen Abkürzung kriegen würde. Ich hier fahre, Alter. Wenn es jetzt hier noch auf was gehen würde, dann würde ich irgendwie noch drei Plätze zurückfallen. Ah, zwei raus. Wahrscheinlich habe ich so eine Strafe und ich weiß es gar nicht. Das war alles nur verwarnt. Oh, das nächste Rennen ist so super. Die Strecke ist eigentlich geil. Die ist geil, habe ich so mit gesehen. Wieso hast du was gegen die, Baby? Ich bin jetzt nicht so hoch. Gas! Du hast nicht dein ganzes Kurs verbraucht. Fünfter. Es ist okay. Es ist okay. Wir sind vorher gekommen. Rosberg. Oh scheiße, Weber. Ist Zweiter. Aber Hamilton hat gar nicht gepunktet. Ah, Zwölfter. Und Vettel hat auch gar nicht gepunktet, oder? Ja, beide nicht. Sehr gut. Und Alonso auch nicht. Ja, Alonso setzt sich in den Kopf. Ja, aber Ferrari. Ja, Ferrari ist doch noch schon gar nicht mit unserer Reichweite. Arschwasser weg. Aber schau mal, der Gutierrez hat gepunktet. Oh, oh. Gutierrez im Sauber. Bill Gates ein Land wäre, wäre das 37. reichste Land der Welt. Was? Wenn Bill Gates ein Land wäre, wäre er das 37. reichste Land der Welt. Cool. Erstmal Land gründen. Ja. Ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Rennen. Bis gleich, auf Wiedersehen. Man.